Was alles in der ersten Folge der Spielerkarriere geschah. Mein Name ist Dennis DGTV Junior und das ist meine Geschichte. Voll, das machen wir stark und der Finesse-Schuss zum allerersten Tor der FIFA 18 Spielerkarriere. Das ist unsere Gelegenheit. Das ist die Gelegenheit zum zweiten Tor. FC Bayern München streckt Fühler nach Drittligatalent aus. Mit einem Bild von uns. Schon immer mein Traum, irgendwann mal beim Rekordmeister beim FC Bayern zu spielen. Und jetzt haben wir eben diese Gelegenheit. Das werden wir niemals wieder im Leben halten. Eine Möglichkeit, eine Chance von einem Drittligaverein zum besten Verein Deutschlands zu wechseln. Doch wie das Ganze mit dem Wechsel zum FC Bayern München aussehen wird, ob das Ganze klappen wird oder nicht, das und vieles mehr werden wir erst in der nächsten Folge der Spielerkarriere erfahren. Vor nicht einmal allzu langer Zeit wurde ich von Hannover 96 abgelehnt. Mir wurde gesagt, ich hätte nicht das Zeug für den Profikader und nun stehen wir hier und verhandeln gerade mit dem größten Verein Deutschlands, mit dem FC Bayern München, über einen Wechsel. Das Drittligatalent vom SV Meppen zum FC Bayern München. Hätte mir das jemand vor ein paar Monaten, wo ich noch vereinslos war, erzählt, ich glaube, ich hätte ihm den größten Vogel aller Zeiten gezeigt. Und ihr könnt mir gar nicht erst glauben, wie riesig meine Anspannung vor diesem einen einzigen Gespräch mit dem FC Bayern München Vorstand war. Dieses eine Gespräch, was meine komplette Karriere nochmal auf den Kopf stellen könnte. Vor ein paar Monaten war ich absolut hoffnungslos, dachte, dass meine Profikarriere vorbei wäre. Doch glücklicherweise wurden wir vom SV Meppen unter Vertrag genommen. Und um ganz ehrlich zu sein, schon bei diesem Vertragsgespräch hatte ich ganz schön zittrige Beine gehabt, weil ich wie gesagt dachte, das war's mit der Profikarriere. Aber diesmal ist das Ganze nochmal, ich würde mal sagen, 100 Nummern größer, um mal nicht zu übertreiben. Der FC Bayern München, der deutsche Rekordmeister, der größte Verein Deutschlands mit unter anderem Namen wie Manuel Neuer, Jerome Boateng, Arjen Robben, Thomas Müller und wie sie nicht alle heißen. Und zu denen könnten wir in der Zukunft auch gehören. Bloß nichts Falsches sagen und einen guten Eindruck hinterlassen. Das war die Devise für dieses eine Gespräch. Ich war, wie gesagt, sehr aufgeregt. Muss sagen, dass ich gar nicht wusste, was ich groß sagen sollte, denn mir waren solche Situationen bisher noch ziemlich unbekannt, mit so einem großen Verein zu verhandeln. Ich bin komplett alleine dorthin gegangen, ohne irgendwelche Berater. Ich meine, von welchem Geld soll ich mir bitte als Drittligaspieler einen Berater leisten? Und auch wenn ich komplett auf mich alleine gestellt war und genau solche Situationen in meiner Karriere bisher ziemlich fremd für mich waren, gab mir der FC Bayern München Vorstand ein gewisses Selbstbewusstsein. Wir sprachen darüber, was ich doch für ein geniales Talent sei, was für ein großes Potenzial ich für die Zukunft doch besitze, und je mehr sowas eben gesagt wurde, desto selbstbewusster wurde ich in diesem Gespräch. Mir wurde versichert, dass wenn ich so weitermachen würde, weiterhin am Ball bleiben würde und weiterhin zeigen würde, was in mir steckt, dass ich irgendwann einmal einer der großen Namen, einer der zukünftigen Weltstars hier beim FC Bayern München werden könnte, eben quasi der nächste Thomas Müller, der nächste Jerome Boateng oder Manuel Neuer vom Namen her. Das könnten wir werden, das alles aber erst mit einer Unterschrift beim Rekordmeister, beim FC Bayern München. Ich muss sagen, ich war ziemlich kurz davor zu unterschreiben, doch dann passierte Folgendes. Denn als eine der Vorstandspersonen meinte, dass dieser Transfer der erste Geniestreich von DGTV sein würde und ich ziemlich verwundert war, wen meint er denn jetzt mit DGTV, der kann ja nicht mich meinen damit, wurde mir eine Sache doch ganz schön klar. Es war niemand Geringeres als mein eigener Vater, der eben jetzt mittlerweile als Scout beim FC Bayern München arbeitet, der eben versuchte, mich vom SV Meppen zum FC Bayern München zu lotsen, und er hätte es sogar fast geschafft. Betonung liegt aber auf fast. Denn als ich die ganze Situation realisiert hatte, 1 und 1 zusammengezählt habe, war mir doch eine Sache ziemlich klar. Ich würde lieber beim SV Meppen spielen und mich da von der dritten Liga in die erste Liga arbeiten, als mit dem eigenen Willen meines Vaters, den ich niemals in meinem Leben kennengelernt habe, zum FC Bayern München zu wechseln. Damit waren die Vertragsverhandlungen offiziell gescheitert. Am gleichen Tag machte ich mich dann also auf den Weg zum Flieger zurück nach Meppen, denn für uns begann jetzt quasi wieder der normale Alltag. Normalität sollte einkehren, auch wenn es natürlich sehr schade ist, nicht nach Bayern zu wechseln. Muss ich ganz ehrlich sagen, so viel Stolz besitze ich dann letztendlich doch nicht, durch meinen eigenen Vater zum FC Bayern zu wechseln. Womit ich aber nicht gerechnet hatte, war, dass mehrere Vereine aus der Bundesliga tatsächlich Interesse an meiner Person hatten. Und so kam ein alles entscheidender Anruf aus Dortmund von Hans-Joachim Watzke. Er wolle mich sofort in Dortmund haben. Er wolle mich sofort verpflichten, so schnell wie es geht, dass kein anderer Verein die Gunst der Situation nutzt, dass die Verhandlungen mit Bayern gescheitert sind.
Borussia Dortmund, ein Verein, der sehr bekannt dafür ist, mit vielen Talenten zu arbeiten. Und Hans-Joachim Watzke sieht in uns den nächsten großen Star und will Dennis DGTV Junior bei Borussia Dortmund haben. Der nächste Flieger ging also nicht nach Meppen von München aus, sondern wir änderten den Kurs. Es ging also von München aus nach Dortmund, um uns dort eben mit Borussia Dortmund in die Vertragsverhandlungen zu setzen, dort nur noch die finalen Details zu besprechen, die Unterschrift auf den Vertrag zu setzen und ein neuer Teil der Borussia Dortmund-Mannschaft zu werden. Ein Segen für uns. Die Vertragsverhandlungen mit Bayern sind zwar gescheitert, es wird aber trotzdem in die Bundesliga gehen. Es geht zu Borussia Dortmund. Zwei Tage ist die erste Folge der FIFA 18 Spielerkarriere jetzt online. Und Leute, wie krass seid ihr bitte auf diese erste Folge eskaliert. Über 9000 Likes nach zwei Tagen, fast 50.000 Klicks, das ist einfach nur Weltklasse. Dafür natürlich ein riesiges Dankeschön. Mich würde es natürlich auch freuen, wenn ihr auf die heutige Folge, auf die zweite Folge der FIFA 18 Spielerkarriere einen Daumen nach oben da lassen würdet, wenn ihr dieses Format feiert. Wenn ihr das Ganze in der Zukunft aktiv sehen möchtet, dann lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. 5000 Likes auf die heutige Folge wären wirklich mega nice von euch. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert haben solltest und kein Teil der Hashtag DGTVAmi bist, dann würde ich dir das Ganze auf jeden Fall empfehlen, schleunigst nachzuholen mit einem ganz kleinen Klick, in der Zukunft keine weiteren Videos verpassen und mich vor allem eben auf meinem Weg zu den 100.000 Abonnenten zu unterstützen. Hashtag Road zu 100k, ihr wisst Bescheid. Und damit würde ich sagen, starten wir mal so richtig rein in die heutige Folge der Spielerkarriere. Ein weiterer DGTV wechselt also zu Borussia Dortmund. Es gab ja unter anderem auch schon eine kleine Zeit von Dennis DGTV, dem Vater von DGTV Junior, bei Borussia Dortmund, die aber nicht so erfolgreich lief. Aber ich denke mal, dass wir eben mit Borussia Dortmund den richtigen Schritt gemacht haben, um eben einen großen Sprung für unsere Karriere zu haben, um eben vor allem auch unser großes Potenzial am besten ausnutzen zu können. Neuer Verein bedeutet natürlich auch ein komplett neues Vorbereitungsturnier. Dort stehen wir nämlich momentan im Halbfinale mit Borussia Dortmund gegen den FC Porto. Auf der anderen Seite haben wir Liverpool und den AC Mailand. Das erste Training im neuen Trikot. Wir wollen natürlich zeigen, was wir alles auf dem Kasten haben und deshalb würde ich sagen, werden wir für die heutige Folge nochmal eine komplette Trainingseinheit selber spielen. Dribbeln sollte einem Zehner natürlich ganz klar liegen und auch wenn unser Gegenüber niemand Geringeres als Sokrates war, haben wir in der ersten Trainingseinheit ein B geschafft. Ja, jetzt kommt mal wieder die einfachste Übung aller Zeiten. Auch wenn Sokrates in diesen Toren steht, wird, glaube ich, jeder Ball so gut wie durchkommen. Also das kommt jetzt mal wirklich aus dem Nichts, ein A hier im Training zu haben. Ach ja, das gute alte Tore schießen sollte bei den momentan Borussia Dortmund-Keeper doch tatsächlich kein großes Problem sein. Ach ja, die gute alte Trainingseinheit, wo man Tore schießen muss. Es hat eigentlich fast perfekt gestartet, aber irgendwie wurde es dann von Versuch zu Versuch immer schlechter und deswegen gibt es hier nur ein C. Flanken sind immer wieder top gewesen, deshalb auch hier in der Trainingseinheit ein weiteres A für uns. Ach ja, und zu guter Letzt meine Lieblingsübung, die guten alten Freistöße. Ja, ich merke schon, Freistöße und ich, das wird, glaube ich, nie eine Freundschaft werden. Dementsprechend sehen unsere ersten Trainingsergebnisse folgendermaßen aus. 2 A's, ein B, ein C und ein D. Also alles dabei. Doch nun würde ich sagen, okay, Southampton verpflichtet Riyad Mahrez. Schluss mit dem ganzen Drumherum. Wir starten rein in das allererste Spiel für unsere neuen Vereine, für Borussia Dortmund. Es geht ran gegen den FC Porto. Einige Leute meinten ja, dass es vielleicht nicht die beste Entscheidung sei, als Zehner zu spielen, da die meisten Vereine nicht mal wirklich mit einem Zehner in der Formation spielen. Ich selber werde versuchen, mit DGTV Junior so einen kleinen Paulo Dybala Spielstil quasi zu haben. Das heißt, als Zehner, aber dennoch mega torgefährlich und weniger auf die Vorlagen aus. Und wie man sehen kann, Borussia Dortmund spielt, auch wenn sie eigentlich, glaube ich, ohne Zehner spielen, in dieser Formation mit uns tatsächlich mit einer Zehnerposition oder so einer Halbposition auf jeden Fall, sind wir im Zentrum ganz vorne. Dahinter haben wir Weigl und als defensivsten Part Sebastian Rode. Ansonsten noch Schürrle, Aubameyang, Pulisic vorne und damit würde ich sagen, gehen wir rein in Anfield. Also ich glaube, das Vorbereitungsturnier findet in England statt. Erstes Spiel für die Schwarz-Gelben gegen den FC Porto.
Unser Debüt für Borussia Dortmund. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt auf das Ganze, freue mich auf jeden Fall auf diese Zeit beim BVB und ich hoffe, euch geht es genauso. Ich hoffe, die meisten sind auch eher mit der Entscheidung zufrieden, zu Borussia Dortmund gegangen zu sein. Einfach, weil es, glaube ich, auch so ein bisschen realistischer und wahrscheinlicher wäre, dass ein Talent eben zu Borussia Dortmund wechselt, als eben zu Bayern München. Dazu das Ganze eben auch noch in dieser Storyline verpackt. Der Vater als Scout beim FC Bayern München wollte den Sohn eben, nachdem er auch bemerkt hatte, dass sein Sohn ist vielleicht auch drauf hätte, beim FC Bayern München haben, aber dafür ist einfach zu viel passiert, zu viel geschehen, um alles zu vergessen, zu viel geschehen, um zum FC Bayern München zu wechseln, also entschieden wir uns für Borussia Dortmund. Ich hoffe, dass ich diese Entscheidung nicht bereuen werde und damit würde ich sagen, gehen wir rein ins Spiel gegen den FC Porto und sehen uns in der ersten Szene wieder. Los geht's. Jetzt mal hier stark durchgelaufen. Ich glaube, es war abseits. Es war tatsächlich abseits. Eigentlich von der Idee her ziemlich gut, von der Umsetzung her auch eigentlich fast perfekt, wenn die KI es eben geschafft hätte, den Ball im richtigen Zeitpunkt zu spielen. Es war eben ganz knapp mit der Abseitsposition, also die erste Fassgelegenheit für uns. Langer Ball nach vorne von uns auf Pierre-Emerick Aubameyang und der macht das richtig stark und dann so ein Abschluss hätte er doch lieber abspielen sollen. Ja, und wieder Aubameyang. Ball auf uns zurückgespielt. Ja, jetzt müssen wir noch irgendwas hinbekommen. Und da ist Christian Pulisic, der den Ball quasi abstaubt und uns tatsächlich in Führung bringt. Also war es quasi doch nicht so schlecht, was wir gemacht haben, denn unser Ballverlust, muss man sagen, führte für uns natürlich tragischerweise, wäre natürlich schöner gewesen, wenn wir der Torschütze wären. Zum 1:0, Pulisic holt sich den Ball. Die Verteidigung ist in diesem Moment eben nicht wirklich gut geordnet. Der Abschluss, muss man sagen, ist dazu auch noch sehr gut vom Amerikaner, von Christian Pulisic. Und damit steht es 1:0. Oh, starker Ball von uns gespielt auf Julian Weigel und der Ball in die Mitte ist dann nicht der beste, aber der Pass vorher, muss man sagen, ja, Iniesta-Niveau. Ball zurückgespielt auf Rode, der wieder auf Pulisic, es war abseits und der Ball wäre so oder so nicht reingegangen, aber auch hier wieder schönes Zusammenspiel von uns. Starker Ball von Aubameyang, zurück auf Auba gespielt und der Abschluss ist richtig gut, aber der Keeper von Porto kann da nochmal sehr stark parieren. Damit endet die erste Halbzeit und ich würde sagen, von uns bisher ein sehr aktiver Auftritt, leider Gottes noch nichts Zählbares, Ball rumgesprungen, weder eine Vorlage, noch ein Tor bisher erzielt. Bisher steht es 1:0 durch das Tor von Christian Pulisic, aber sehr stark im Spiel involviert. Sehr viele gute Pässe, sehr viele Torschussvorlagen, allgemein auch Zweikämpfe und so weiter. Wir sind auf jeden Fall gut im Spiel drin, haben uns hier sehr schnell zurechtgefunden, aber das Zählbare fehlt halt für mich noch so ein bisschen. Das könnte es aber jetzt hier vielleicht in den zweiten 45 Minuten geben, in die wir jetzt reinstarten. Wir sehen uns in Szene Nummer Uno wieder. Super Zusammenspiel mit Pulisic, da müsste sich halt jetzt noch jemand freilaufen, so wie Pulisic. Und da haben wir wieder einen schönen Pass gespielt auf Pulisic, aber der Schuss geht wieder am Tor vorbei. Sehr schade, sei ihm eigentlich gegönnt, hier noch ein zweites Tor zu machen, eben auch mit unserer Vorlage vor allem, sei ihm noch ein bisschen mehr gegönnt, aber leider geht der Ball am Tor vorbei. Und da ist der Ausgleich für den FC Porto aus der Drehung heraus, Aboubakar müsste das sein. Nicht wirklich gut verteidigt, da stehen vier Leute um Aboubakar herum und keiner kriegt es irgendwie gebacken, den zu verteidigen, den vom Ball zu trennen. Es ist übrigens nicht Aboubakar, ja, ich sag die ganze Zeit, es ist Aboubakar, es ist Marega gewesen, ein weiterer Stürmer. Also vom FC Porto, der hier den Ausgleich erzielt. Ich glaube, spielt Aboubakar noch bei Porto? Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher, muss ich sagen. Und da ist der zweite Schuss von Porto. Und das kann es doch nicht sein. Da ist das 2:1 für die Portugiesen mit dem zweiten Schuss. Also langsam aber sicher wird es schon ein bisschen lächerlich hier. Danilo Pereira auch noch ein absoluter Sechser, der jetzt eigentlich nicht so viel mit dem Tore-Schießen am Hut hat. Der hier von der 16er Kante einfach mal draufhält und das Ding geht auch noch rein. Also ganz bittere Pille. Birki, finde ich, sieht da auch nicht gerade gut aus. Und damit verlieren wir das Spiel in kürzester Hand innerhalb von gerade einmal 12 Minuten aus der Hand. Nein, nein, nein. Oh mein Gott! Nee, Leute, tut mir leid, da komme ich jetzt nicht anders rum. Da muss einfach die Tormusik wieder her. Was ist das denn bitte für eine Scheiße, die ich hier schon wieder erlebe? Gib mir hier voll Mühe, ein gutes Debüt abzuliefern. Liefere voll viele gute Pässe. Und allgemein dann doch bisher, würde ich sagen, ziemlich gutes Spiel, was wir machen dafür, dass wir bisher noch keinen einzigen Scorer erzielt haben. Und was macht die Verteidigung? Richtig, gar nichts. Ja, was gibt es groß zu erzählen? Ich würde mal sagen, das Debüt hier bei Borussia Dortmund ist ordentlich.
ordentlich in der zweiten Halbzeit zumindest in die Hose gegangen. Nach der ersten sah es eigentlich nach einem ziemlich erfolgreichen und souveränen Debüt aus. Wir haben uns nicht groß anmerken lassen, dass wir eigentlich noch ein absoluter Youngster sind, Newcomer, und standen eigentlich, wie gesagt, nicht wirklich viel schlechter als Namen wie Pulisic, Aubameyang und wie sie nicht alle heißen auf dem Feld. Aber dann verlieren wir das Spiel mit der erneut mal wieder wunderbaren KI in der FIFA 18 Spielerkarriere von der 56. bis zur, ich weiß nicht, irgendwas in der 70. Minute komplett aus der Hand und kassieren einfach mal 3 Gegentore, ist gar kein Problem. Ach ja, ich rieche mal wieder eine Spielerkarriere mit ganz schön vielen Rage-Momenten. Eigentlich sollten es ja 2 Spiele für die heutige Folge werden, aber wenn wir halt das Finale des Vorbereitungsturniers nicht erreichen, wird das Ganze für die heutige Folge auch nichts mit 2 Spielen. Also geht es dann in der nächsten Folge weiter mit dem Supercup-Finale gegen den FC Bayern München und dann kommt es auch zum Saisonauftakt gegen den VfL Wolfsburg. Und eine wichtige Frage, die sich, wie ich finde, stellt, ist: Was sollen wir machen bei Borussia Dortmund? Natürlich ist es cool, beim BVB zu spielen und so weiter und so weiter. Aber die Frage, die sich eben stellt, ist: Sind wir ein Kandidat für die Startelf? Sind wir ein Kandidat, der es eben schaffen kann, sich mit dem momentanen 72er-Rating bei Borussia Dortmund durchzusetzen? Deswegen ist an der Stelle natürlich mal wieder eure Meinung gefragt. Was sollen wir in dieser Situation machen? Sollen wir es tatsächlich versuchen bei Borussia Dortmund? Sollen wir uns da versuchen durchzusetzen, so wie es eben schon sehr viele Talente vor uns beim BVB geschafft haben? Oder wäre eine Laie Richtung schlechterer Bundesliga-Verein, / besserer Zweitliga-Verein doch die bessere Entscheidung? Ansonsten nehmen wir nochmal eine Trainingseinheit mit für die heutige Folge der Spielerkarriere und ansonsten habe ich nicht mehr so viel zu erzählen. Das war's an der Stelle von mir, das war's an der Stelle von der zweiten Folge der FIFA 18 Spielerkarriere. Ich hoffe, dass ihr weiterhin dabei bleibt. Lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da auf das Ganze. Für die heutige Folge wären 5000 Likes wirklich mal wieder Weltklasse von euch. Lasst dem Kanal natürlich auch noch ein Abo da, falls ihr noch kein Abonnent des Kanals und Teil der Hashtag DGTVArmy seid, um in der Zukunft eben auch keine weiteren Videos der Spielerkarriere zu verpassen. Und ansonsten bleibt mir nicht viel anderes zu sagen, außer ich wünsche euch allen noch einen wunderbaren Dienstag. Hoffe, ihr habt eine gute Woche. Bis dahin, bis zur nächsten Folge der Spielerkarriere. Haut rein und ciao.